wunderschönen guten Abend. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zur 48. Verleihung des Deutschen Kleinkunstpreises hier aus den Katakomben im Mainzer Unterhaus. Es ist eigentlich alles wie immer, gell? Nur, oh, welche Überraschung, dieses Mal mit ganz anderen Preisträgern. Da ist so, manche Dinge ändern sich halt doch. Der politische Aschermittwoch der CSU zum Beispiel in Passau, viel weniger Besucher als sonst. Corona war schuld, ne? Corona, es wird ja geraten, Massenveranstaltungen zu meiden. Und da sind wir aber auch wieder sowas von hysterisch. Ne, Hamsterkäufe, viele haben das falsch verstanden. Jetzt sind Zoo- und Kleintierhandlungen ausverkauft. Na, aber am schlimmsten natürlich die Börse. Die Börse ist schwer infiziert. Nach Jahrzehnten der globalen Renditemaximierung fällt Ihnen jetzt Ihr Geschäftsmodell auf die Füße und schon kreischen die am lautesten nach staatlicher Hilfe, die Ersten waren, die damals ihre Produktion nach China ausgelagert hatten. Jetzt ist saublöd, ne, weil das Virus die Lohnsklaven nicht mehr an die Bänder lässt. Aber um Gesundheit geht es ja sowieso nur in zweiter Linie. Hauptfrage und Hauptsorge, bringt das Virus unsere Wirtschaft zum Dauerhusten? Atemschutzmasken könnten helfen, aber die sind ja weg. Schutzanzüge auch und Latexhandschuhe, weil sie wo produziert werden? In China. Ja, das ist, also da ist da viele der Medikamente. Übrigens auch, ich erinnere mich noch damals, als die Vogelgrippe da war, da waren wir auch alle so hysterisch. Ne, sind nicht mehr ins Freie gegangen, weil wir Angst hatten, ein toter Schwan könnte auf uns herabsausen und erschlagen wie ein morscher Baum im Sturmtief Sabine. Bei der Vogelgrippe, das weiß ich noch, da war das irgendwie, da war es ja so, die Pharmaindustrie hatte ein neues Medikament entwickelt, Tamiflu, und sich gesagt, super, jetzt fehlt uns nur noch die passende Krankheit dazu. Und zack war, aber heute ist es irgendwie, alles ändert sich. Früher, da war auch klar, die CDU, das ist die Volkspartei, das ist die Mitte. Da wussten wir alle noch gar nicht, wie vielfältig die Mitte mal sein kann. Da war das noch so einfach, da hat man gesagt, Vater, Mutter, Tochter, Sohn, alle wählen die Union. Ja, das reichte als Programm, das ist irgendwie vorbei, ne? Das ist rum. Das ist rum. Also, gerade nach Hamburg ist das die CDU noch 2 Punkte vor der Linkspartei und 13 Punkte hinter den Grünen. Also wenn ich vor ein paar Jahren so etwas prognostiziert hätte, wären die Männer mit den weißen Jacken gekommen und hätten mich abgeführt. Heute ist es normal und es geht noch weiter nach unten, weil Streit ohne Ende bei der CDU. Jeder kreist nur noch um seine eigene Bedeutungslosigkeit. Allmählich verstehe ich, was mit der Sozialdemokratisierung der CDU gemeint ist. Ne, weil die SPD hat es ja so schön vorgemacht. Ich habe das immer bewundert. Liegt schon im Sarg, zieht dann den Deckel über sich zu. Das geht noch, das verstehe ich. Aber wie sie es dann geschafft hat, innen liegend, auch noch von außen die Nägel einzuschlagen. Das war der große Houdini-Trick. Und da hat sich die CDU gesagt, den müssen wir nachmachen. Hat geklappt. Houdini, übrigens ein ungarischer Zauberkünstler im amerikanischen Exil gewesen, klingt aber sehr französisch. Ne? Houdini, oulala, c'est Houdini. Und das bringt mich direkt zum ersten Preisträger des heutigen Abends. Hä? Was für eine Überleitung. Haha, ja, da ist er, komm. Er kommt aus Frankreich, zaubert mit seinen Worten und bezaubert mit seiner modischen Stilsicherheit.
Meine Damen und Herren, die Glocke in der Sparte Kleinkunst geht an Alphonse. Ah. Merci. Voilà. Ah. Vielen Dank. Merci beaucoup. Danke schön. Vielen Dank. Merci. Danke schön. Voilà, viele haben mich gefragt, sag mal, Alphonse, wie ist das jetzt, wo du einen Preis bekommen hast, wirst du endlich mal ernst genommen? Alors, da kann ich euch sagen, alles cool. Also in Frankreich, wenn du sagst, du hast in Deutschland einen Preis für Humor bekommen, ist ein bisschen, als man sagen würde, du hast in Frankreich eine Steuerberatung-Ausbildung gemacht, das nimmt keiner ernst. Also, das ist, ich bleibe derjenige, was ich ernst nehme, das ist die Situation momentan, weil es ist alles bedrohlich. Im Moment reden alle über Corona, klar und so. Apropos Corona, ich möchte gerne wissen, wer ist der Witzbold, mal ganz ehrlich, der diesen Virus nach einem Bier genannt hat? Frage mich sogar, ob das nicht ein Deutscher ist, weil ich finde, ihr seid manchmal sehr merkwürdig, was Namensgebung angeht, die Deutschen. Ne? Zum Beispiel die Nordsee, zum Beispiel. Ihr seid das einzige Land, was ein Meer nach einer Restaurantkette nennt. Also, sonst habe ich das nie gesehen. Gut, wie auch immer, Corona geht vorbei. Kommt gut an. Corona geht vorbei, aber es gibt Dinge, die längst nicht vorbei. Also Klimawandel zum Beispiel, das macht mir Angst. Das macht richtig Angst, und weil man weiß, egal was man macht, jetzt ist es zu spät. Das bedeutet, es gibt Länder, die werden komplett von der Landkarte gestrichen. Ne? So zum Beispiel Holland. Ne? Gut, das ist nicht so schlimm. Aber andere, weißt du, so. Und in solchen bedrohlichen Situationen, wo man das Gefühl hat, wow, alles bröckelt und so, die logische Reaktion, das wäre, man nimmt die intelligenteste von uns, ja, und man bündelt die zusammen, und die sollen einfach mal an die Regierung gehen, die sollen an dem Ruder. Aber wer ist am Ruder jetzt? Also, bei Donald Trump, allein der Vorname Donald, da merkst du schon, bei der Geburt ist irgendwas passiert, das kann nicht anders sein. Weißt du, so, als das Baby rauskam, die Eltern, die haben gesagt, oh la la, was haben wir da gemacht? Gut, das ist ein Trottel mit Entenarschfrisur, Donald. Sonst niemand nennt seinen Sohn Donald, das kann nicht sein. Alle, wie die heißen. Und guck mal, alle, wie die sind. Und normalerweise in so einer Situation, Europa. Europa sollte das Refugium sein, weil Europa steht für Werte. Stand für Werte. Jetzt Europa, das steht für, lass die ertrinken, selber schuld, wir haben andere Sorgen, und Brexit. Voilà, das, da, dafür steht, tja, Brexit, das ist auch wieder ein Ding, dass die Engländer nicht verstehen, dass in so einer Situation, wir müssen zusammenhalten, das ist unsere einzige Chance. Was machen die Engländer sagen, nee, wir hauen ab, mal ganz ehrlich, also, aber die werden spüren, dass es ein großer Fehler ist, das sage ich euch, das ist der größte Fehler, den sie gemacht haben, seitdem die das erste Mal Pfefferminzsoße auf einem Lammbraten gekippt haben, und das werden die merken, das werden die sicher. Was ist ich frage mich, was ist los mit uns Menschen? Wisst ihr was? Ich habe neulich einen Gehirnforscher getroffen. Ich habe ihn gefragt, was ist los? Warum reagieren wir so? Wir sind doch intelligent. Er sagt, ja, aber das Problem, jeder Mensch hat in sich so eine Bestie. Und im Moment, die Bestie, die ist sehr, sehr mächtig. Ich habe nicht nur mit einem Gehirnforscher, ich habe auch mit einem Paläontologe gesprochen. Das war deshalb für mein neues Programm, weil ich mache jetzt ein neues Programm über Menschen. Das heißt, wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und gibt es dort genug Parkplätze? Das ist so. Und der Paläontologe, der hat mir gesagt, ja, also um den Menschen gut zu verstehen, man muss wirklich verstehen, warum wir diese Bestie in uns haben. Er hat mir gesagt, die Urmenschen damals, als die ein Mammut erlegt hatten,
Die waren alle um den Mammut herum und die sind so lange geblieben, bis die alles gefressen haben. So richtig so, noch mehr, nimm du auch noch mehr, du auch. Die haben sich voll, weil die haben sich gedacht, wer weiß, wann wir wieder einen Mammut erlegen werden. Ja. Diejenigen, die gesagt haben, das liegt mir schwer im Magen, ich nehme lieber einen kleinen Salat. Eben die sind alle ausgestorben, ja, alle. Wir stammen überhaupt nicht von denen, die Salat. Wir stammen alle hier von denen, die sich voll gefressen haben. Also damals, die Bestie, die war da dafür, die war sinnvoll. Auch für die Fortpflanzung. Stell dir mal vor, wenn die Bestie nicht da gewesen wäre, die hätten keinen Bock gehabt für Fortpflanzen. Ja? Hast du Lust, dich fortzupflanzen? Nö, jetzt nicht. Also, dann wären wir heute nicht hier. Also die Bestie, die war damals total sinnvoll. Aber heute... Heute, die ist noch da, weil wir haben die geerbt. Aber sinnvoll ist die, also ist überhaupt nicht heute. Der Mammut heute, das ist der All-You-Can-Eat-Buffet. Schöner Ausdruck auf Deutsch, All-You-Can-Eat-Buffet. Auf Französisch, das heißt Gérard Depardieu-Buffet. Und wir kennen alle die All-You-Can-Eat-Buffet und jeder, der vor einem All-You-Can-Eat-Buffet ist, der weiß, die Bestie, die gibt's noch. Und die Bestie, die ist nicht nur beim Essen, also gerade also beim Überkonsum. Wir kaufen alle wie verrückt. Und wir wissen, dass es alles kaputt macht, weil die Intelligenz, die weiß das alles. Aber die Bestie ist stärker, die sagt, kauf und mach Müll. Wir wissen zum Beispiel, dass es ein neuer Kontinent gibt, der besteht aus Plastik. Das wissen wir alle. Wir machen trotzdem weiter. Ja. Gut, beim Plastikkontinent kann man auch sagen, später für die Archäologen, die werden dadurch Dinge erfahren, wie wir gelebt haben. Stell dir mal vor, zum Beispiel all diese Plastiktüten überall, die werden sehen, ach, guck mal, vor langer Zeit, Deutschland war in zwei Teilen geteilt. All die Nord und all die Süd. Das sehen die dadurch. 60%. Wir kaufen heute 60% mehr Klamotten als vor 20 Jahren. Was macht das überhaupt für ein... Wussten Sie, dass der Deutsche hat im Durchschnitt 9 Jacken? Was macht das für einen Sinn? Ich sag's euch, eine Jacke reicht völlig aus, gerade wenn sie gut ausgewählt ist. Ja? Absolut, ja. Aber ich bin nicht besser. Ich bin nicht... Ich sage gerade nicht, ich bin besser als ihr. Überhaupt nicht. Ich bin genau das Gleiche. Ich habe auch 9 Jacken. Zwar alle gleich, aber ich habe auch... Diese Bestie, die ist sogar noch schlimmer als das. Die macht nicht nur die Erde kaputt, die macht auch die Menschen kaputt. Weil das ist die Bestie, die sagt, ich will mehr alles, mehr Macht, mehr Geld und Krieg und das alles. Ja. Also wenn man das hört und dann ist die Frage, dann ist die Frage, wo gehen wir hin? Schnell beantwortet, wir fahren gegen die Wand. Moment. Zum Glück gibt es in den Menschen, also in uns, nicht nur die Bestie. Es gibt auch einen anderen Teil, der meiner Meinung nach vielleicht uns wirklich viel Hoffnung geben kann. Dieses Teil, also das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, viele nennen das Empathie, einfach nur so ein Ding, was fühlt für andere. Und es gibt Menschen, die haben tierisch viel Empathie, die gibt es, ja. Und nur Menschen übrigens, das gibt es bei Tieren nicht. Aber das ist in Menschen drin. Ich habe gedacht, das wäre vielleicht eine gute Lösung, wenn wir diese Menschen mit Empathie ob an die Regierungen schicken. Ja? Das Problem, die haben keine Zeit, also, weil die sind alle Krankenschwester oder so Helfer. Oder, aber so eine Regierung, wo nur Krankenschwester und in allen Ländern, also das finde ich. Also, andererseits, das würde bedeuten, wenn du krank bist im Krankenhaus, deine Krankenschwester, das ist Donald Trump. Das wäre auch... Aber vielleicht ist es ein Schritt, ein guter Schritt in der Menschheit, wenn irgendwann deine Krankenschwester dir sagt, make your Blutwerte great again. Dann sagst du, wir sind auf dem richtigen Weg. Hey Leute, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Wir haben diese Intelligenz, wir haben diese Empathie. Wenn die Intelligenz mit der Empathie, eigentlich mit der Intelligenz könnten wir alles machen. Ich hätte nur einen Vorschlag. Lass uns mal endlich die Intelligenz nutzen. Wäre toll, oder?
So toll, ne? Das hat Mittag bei der Probe gemacht. Da hat einer gesagt, gell, du läutst jetzt schon das Sterbeglöckchen für die CDU. Nein. So weit ist es noch nicht. Natürlich ist die Partei verunsichert jetzt, wo es um die Nachfolge der großen Annegret Kramp-Karrenbauer geht. Und da bewerben sich 4 Männer, alle aus Nordrhein-Westfalen. Da, gut, dort ist die Hochburg des närrischen Treibens. Ne, deshalb werden von den Jecken ja auch 2 als Tandem zusammengefasst, damit das Dreigestirn als solches auftreten kann. Aber wer soll's jetzt werden? Wer wird dein Herzblatt sein? Armin Laschet, der frisch gekürte Träger des Ordens wider den tierischen Ernst? Vorsicht! Wer diese Auszeichnung bekommen hat, war danach meist ganz schnell weg vom Fenster. Karl Theodor zu Guttenberg zum Beispiel, der hatte ihn auch mal bekommen und zack, fort war er. Er hat sich aber, wie so viele, aus dem Off zurückgemeldet, um seinen Favoriten für den Parteivorsitz zu pushen. Friedrich Merz. Der hat den Orden auch mal bekommen. Der Liebling der Mittelstandsvereinigung mit einer festen Fanbase bei der altbackenen Jungen Union. Da hängt er als Bravo-Starschnitt noch im Kinderzimmer. Friedrich Merz, der große Bierdeckelstratege aus der Antike, der seine Partei in regelmäßigen Abständen heimsucht, wie Herpes. Na, etwas, was man einfach nicht los wird. Ein Politiker aus den 90ern mit Inhalten und Ideen aus den 90ern für Menschen in den 90ern. Na, der Gewiefte. Ganz toller Typ. Wirklich toll. Also, Friedrich Merz, der gewiefte Börsenspekulant, der seinem ehemaligen Arbeitgeber BlackRock den Einstieg in die deutsche Altersversorgung ermöglichen will. Hat er gesagt, der Staat soll die Bürger verpflichten, mit Aktien fürs Alter vorzusorgen. Und wenn die Aktien dann im Alter halt nichts mehr wert sind, dann muss man eben länger arbeiten. Hat er auch schon vorgeschlagen, bis 70 mindestens. Finde ich eine tolle Idee. Erst geht der Rentner an die Börse, dann geht's ihm an die Börse. Das ist toll. Und das soll der nächste Kanzler werden? Nein, bei Frieda und bei all dem, was er vorhat, bleibt eigentlich nur die Warnung aus der römischen Antike, die man jedem Wahlbürger zu Herzen legen sollte, cäsareisch gewissermaßen. Hüte dich vor den Ideen des Merz. Aber der Fanbase ist das wurscht. Der Fanbase ist nicht hörbar. Ja, mit so einem visionären Ego-Shooter bricht man auf in die Zukunft. Um die Zukunft des Kabaretts jedoch müssen wir uns überhaupt keine Gedanken machen. Das haben auch die Senior Joke Assistants in der Jury erkannt und zeichnen in der Sparte Kabarett einen Meister der Widersprüche und einen stets gut gelaunten Zyniker aus, der die Glocke wahrlich verdient hat. Sebastian Puffpaff! Ich geb dir's mal lieber so. Viel Spaß, deine Bühne. Sehr freundlich. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Jetzt hier, ich habe so die Glocke. Eine Glocke. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich mal eine Glocke geschenkt kriege, weil das ist ja eher was Nützliches. Und was Nützliches ist ja, soll jetzt nicht undankbar, aber ist halt eine Glocke, nicht? Also, Sie sitzen ja auch nicht zu Hause. Mensch, ich brauche ja noch eine Glocke, oder? Das erinnert mich, als ich 8 war, habe ich von meiner Oma einen Schal geschenkt bekommen und alle anderen was von Lego. Ja. Wobei, das ist eine Glocke natürlich besser, weil eine Glocke, die können Sie ganzjährig nutzen. Ne? Ein Schal demnächst gar nicht mehr, ne? Von Klimawandel und so. Ich merke, das ist zu politisch. Ja. Eine Glocke. Wobei, ein Vorteil ist natürlich bei der Glocke, wenn man sie schlägt, man kann mal auf sich aufmerksam machen. Das ist gut, wissen Sie? Wenn Sie zu Hause mal die Spülmaschine ausgeräumt haben, bimmeln Sie eine Runde, dann weiß die Ehefrau, oh, er hat wieder was gemacht, ne? Sowas. Ja. Ne? Oder, dass Sie die Dreckingschuhe schon vor der Haustür ausgezogen haben, bimmeln Sie, oh, ne? Mülltonne rausgeschnellt, bimmeln. Also,
Ja. Oder für einen Stammtisch, das kennen Sie auch, ne? Stammtisch gebimmelt, dann heißt es, die nächste Runde ist fällig. Und dann wissen Sie schon mal, okay, der gesellschaftsfähige Alkoholismus kommt hier durch. Und dann wissen Sie, okay, für morgen brauche ich einen gelben Schein. Ja. Eine Glocke ist doch nicht so übel eigentlich, ne? Wobei ja im Mittelalter dagegen, da haben natürlich so die Pest- und Cholera-Erkrankten, die haben auch eine Glocke um den Hals gekriegt, damit die auf sich aufmerksam machen. Vielleicht ist das jetzt gar nicht nett gemeint, diese Auszeichnung. Das kann ja auch sein, ne? dass ich jetzt so eine Glocke kriege von wegen Vorsicht, Puff, Puff. Da ist er wieder. Ne? Das ist eine... bei einer Glocke muss ich Ihnen sagen, bei einer Glocke muss ich übrigens immer an Nietzsche denken. Ja, jetzt nicht wegen Schiller, ich sehe es an Ihren Gesichtern. Nee, nee. Nein, ja, das mag ich. Nee, in Paderborn, da gibt es eine Glocke, tatsächlich. Und auf der Glocke steht eingraviert ein Zitat von Nietzsche, was da lautet: Gott ist tot, Gott bleibt tot und wir haben ihn getötet. Ja, ist auch eher ein Stimmungskiller, das merke ich auch gerade. Wobei man schon sagen muss, also wenn einer den lieben Gott getötet hat, dann wahrscheinlich die katholische Kirche. Und Nietzsche. Ja, und Nietzsche. Schiller hatte ja jetzt auch noch was mit einer Glocke, das war ja das Lied von der Glocke. Da ging es ja eher so um Sittlichkeit, Kultur, Natur und Rollenverteilung. Das war wichtig, Schiller, Rollenverteilung. Also ne, im Grunde genommen Humanismus und Frauen an den Herd. Das war Schiller. Sehr kurz, also ist die Essenz. Ja. Naja, also nicht, dass ich, also ist Schiller, ist nicht von mir. Das wird mir dann wieder angedichtet, ah, da geht er jetzt wieder ab. Nee, 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 das ist Schiller. Also das hat er, war ihm wichtig. Gut, er hatte auch noch was mit der Räuber. Da ging es aber irgendwie um den Platz des Individuums in der Welt. Das weiß ich jetzt auch sehr. Ja, sehen Sie, kann man auch nicht auf den Kindergeburtstag bringen und dann sagen alle, wow, toll. Wobei, das ist ja schon so, ich sage jetzt mal Sexismus und Platz in der Welt, das ist, da reden wir zu selten drüber. Ne? Und ich muss Ihnen auch ganz ehrlich sagen, mir ist es eigentlich meistens egal, weil ich ja ein Mann bin. Verstehen Sie? Das ist ja, ich bin ja ganz oben. Also im Grunde genommen weiß ich, ja, ja, das ist ganz gut. Wenn du einmal die Cocktailkirsche warst, dann interessiert dich die Sache schon nicht mehr. Das ist wirklich, das ist, ja. Na, also nicht, dass ich jetzt damit sagen will, dass das da draußen richtig ist, um Gottes Willen. Es ist sehr schlimm, aber ich habe halt Glück. Ja, ja, ja. Das ist eine schlimme Gesellschaft, aber man muss halt sagen, der Mann, also wir haben uns eine Gesellschaft aufgebaut, in der der Mann ja so eine Art, im Grunde genommen ist er das Zahnrad, was den Motor Gesellschaft da draußen am Laufen hält. Ja? Und die Frau ist da eher, sag ich mal, ein Klöppel. Und der hat auch seine Funktion irgendwo mit Sicherheit, aber nicht in dem Getriebe. Das geht dann kaputt und dann stehen sie da und dann kommt der ADAC nicht. Sie kennen das. Ja. Also nochmal, ist nicht schlimm. Also ich meine es nicht gut. Ich meine, wir haben uns das so aufgebaut. Also ich würde es ja auch nicht gutheißen, wenn ich Frau wäre. Also dann, nein, nein. Wobei wir natürlich für dieses Gebilde auch einiges tun, wir Männer. Ne? Also uns wird dann immer Sexismus vorgeworfen, aber ich meine, wir machen auch einiges. Ja. Das muss man schon sagen. Also ich meine, stellen Sie sich jetzt mal vor, der Mann, wenn der Mann sich jetzt spontan aus der Rolle des Mannes zurückziehen würde, was hätten wir dann? Was hätten wir dann? Chaos, blankes Chaos. Ja? Da würde überhaupt nichts mehr funktionieren. Ne? Nochmal, ich finde das nicht gut, aber das haben wir uns aufgebaut. Ja? Das ist ja auch wissenschaftlich belegt. Guck mal, die drei größten Genies aller Zeiten, wer ist das? Wer ist das? Kann ich Ihnen sagen? Goethe, Einstein und Leonardo DiCaprio. Das sind die drei größten... Ach so, nee, Quatsch, der andere... Da Vinci, genau. Entschuldigung. Der mit dem Flugzeug, nicht der mit dem Schiff. Nein, die verwechseln. Da kann man aber auch leicht verwechseln. Also nochmal, Goethe, Einstein, Leonardo, Da Vinci, der, genau. Und alles drei Männer. Ne? Unter den Top 25 der größten Genies aller Zeiten ist nur eine Frau. Eine Frau. Wer ist es? Hm? Marie Curie. Ja, super. Was hat die erfunden? Hm? Die Currywurst oder was? Also, ja, du, auch ansonsten soll die total verstrahlt gewesen sein. Also insofern, und nochmal, damit will ich nicht sagen, dass das richtig ist, dass wir da draußen diesem Sexismus frönen. Ich sage halt nur, wir müssen so leben. Wir müssen so leben, weil wir uns dazu entschlossen haben, so zu leben. Ja. Und da machen wir, klar, wir Männer machen Fehler, das muss man zugeben, aber irgendeiner muss die Fehler ja auch machen, weil es heißt ja Trial and Error und Fehler können wir. Ja, also das ist, wir gehen in den Schmerz und darüber hinaus, das machen wir. Alles für Sie, für alle, ja. Ich meine, dank wem wissen wir denn, dass wir eine Promillegrenze fürs Autofahren brauchen? Ja, das hat mit Sicherheit ein Mann für uns herausgefunden. Da gehe ich von aus. Da stand irgendwann ein Mann mit seinem Auto im Straßengraben, hakedudeldicht, ja, und dann hat er sich auch irgendwann gesagt, hier ist aber noch nicht zu Hause. Ja, so, ja. Und seitdem wissen wir, wir brauchen fürs Autofahren eine Promillegrenze. Das ist ein stiller Held. Über den spricht keiner.
Ja? Und wir Männer fordern das auch nicht ein. Da sind wir, ja. Nein, kommen Sie, können wir, dank wem wissen wir denn, dass man mit einem Holzkohlegrill nicht in geschlossenen Räumen kokeln sollte? Das hat ein Mann für uns herausgefunden. Ja? Dank wem wissen wir, dass man seinen Penis nicht in das Rohr eines Staubsaugers stecken sollte? Ja, kommen Sie, das kann nur ein Mann für uns herausgefunden haben. Welche Frau hätte das für uns herausfinden sollen? Nochmal, wir gehen in den Schmerz und darüber hinaus. Ja, für uns alle. Für uns alle. Im Grunde genommen ist das jetzt, glaube ich, gerade so mein Aufschrei. Wissen Sie? Weil ich als Mann, ich würde natürlich auch gerne mal nur zu Hause rumsitzen. Aber nein, wir müssen ja... Nein, ja, 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 nein, kommen Sie. Ja, aber es ist doch so. Das ist jetzt mein MeToo. Nur mein MeToo heißt nicht MeToo, mein MeToo heißt Why Not You. Ja, und das geht an die Frau. Ich meine, wenn Sie das da draußen tatsächlich so ungerecht empfinden, warum ändern Sie es denn dann nicht, ne? Nein, Sie suhlen sich in Ihrer Opferrolle, das können Sie. Das können Sie und das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht, ja? Eigentlich sollten Sie als Frau da draußen rebellieren. Sie sollten auf die Barrikaden gehen. Ich meine, jetzt kamen die neuen Zahlen raus. Die Hans-Böckler-Stiftung, ja, hat eine neue Studie durchgeführt. Da kam raus, dass wir in Deutschland jetzt gerade Status quo ein Ungleichverhältnis zwischen Männern und Frauen im Bereich der Bezahlung von 21,4% haben. Jetzt gerade 21,4%. Und was machen Sie als Frauen? Nichts. Nichts. Im Gegenteil, sie sitzen hier rum, bejammern sich ein bisschen und damit war's das. Wann geht die Frau auf die Straße? Hä? Kann ich Ihnen sagen, wenn sie Lackstiefel anhat und 20 Euro dafür bekommt. Dann gehen Sie auf die Straße. Ja, vorher doch nicht. Ja, kommen Sie. Sie machen hier einen auf mehr. Hören Sie auf, hier rumzubohnen. Versuchen Sie lieber, die Gesellschaft zu verändern, verdammt nochmal. Sie machen einen auf Jesus, wenn es aber ans Nageln geht. Ja, ne? So war das nicht gemeint. So war das nicht... Was ich sagen will, Ruhe! Was ich sagen will, wer Gleichberechtigung auf dem Silbertablett erwartet, der glaubt auch an Einhörner. Ja, und genau das bringen Sie gerade Ihren Töchtern bei. Rollenklischees. Wissen Sie was, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich Ihnen noch alles antun soll. Ich als Mann weiß nicht, was ich Ihnen noch alles antun soll, damit Sie endlich mal die Eier in der Hose haben, um da draußen die Welt zu verändern. Wie viel Dummheit brauchen Sie noch konzentriert in einem Mann, um endlich zu kapieren, dass das Zeitalter der Frau begonnen hat? Was brauchen Sie denn noch? Wissen Sie was? Ich weiß wirklich, ich habe Misshandlungs-Burnout. Ich bin durch. Ich bin durch. Da muss man auch mal an mich denken. Entschuldigung. Es ging ja eigentlich um die Glocke. Vielleicht ist eine Glocke doch gar nicht so schlecht. Weil, wissen Sie, wenn man diese Glocke schlägt, dann ist das ein Moment. Dann ist das genau ein Jetzt. Und in diesem Jetzt können Sie über alles nochmal nachdenken, um dann zu sagen, ich mache es anders. Vielleicht sollten wir uns alle einfach mal eine Glocke für zu Hause kaufen. Und wenn Sie mal wieder denken, Sie müssten sich der Panik hingeben oder dem Arschnachbarn oder sonst noch was, einfach mal bimmeln, sich nullen und dann nochmal drüber nachdenken. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Dankeschön. Und eine Sache, man bekommt den Preis meistens, wenn man lang genug im Gewerbe war. Ich sehe damit jetzt aber nicht den Blick zurück auf das, was war, sondern ich sage Ihnen, ich sehe die Glocke für den Ausspruch, jetzt geht's erst richtig los. Dankeschön. Das ist einer, das war echt toll. Das war super. Sebastian Pupfer. Da bin ich wieder. Ja. Die Preisträgerinnen in der Sparte Chanson, Musik, Lied nehmen kein Blatt vor dem Mund, scheuen weder derbe Worte noch eine klare Ansprache. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit einem herzlichen Applaus Julia Gammes-Martin und Ariane Müller vom wunderbar außergewöhnlichen Duo Suchtpotenzial. Applaus
Gott, ich weiß. Das Letzte. Müsst ihr euch halt teilen in der Mitte durch, gell? Dankeschön! Vielen Dank, Dankeschön. Yeah. Wow. Wow. Wir sind aufgeregt. Mann, Julia, deutscher Kleinkunstpreis. Wow. Voll die schöne Glocke, ey. Oh. Das ist eine goldene Menstruationstasse, Ariane. Vielen Dank. Läuft bei uns. Läuft bei uns. Läuft richtig bei uns. Gut. Richtig gut. Ey, läuft bei uns. Läuft ja. Bei uns. Sagen auch voll viele gerade zu uns, gerade auch Kollegen, gerade ja. Der Puffpuff wieder so, hey, das Suchpotenzial läuft bei euch und so. Ja, aber es gibt natürlich auch Themen, die uns bewegen, auf die wir aufmerksam machen möchten, ja. Sachen, die wir anprangern. Ja. Und wir haben ein Protestlied geschrieben zum Thema Gender Pay Gap. Das regt uns wirklich immer noch tierisch auf. Absolut. Ja? Das ist nämlich zu unseren Ungunsten. Andersrum wäre es jetzt schon okay gewesen. Aber so, ne. Man sagt, wir Frauen seien das sanfte Geschlecht. So zart, so weich, so lieb, so wunderschön. Wir seien duftend, elegant und stets gepflegt. Und dabei auch noch sehr hübsch anzusehen. Doch hör auf mich, mein Kind, weil das alles nur Lügen sind. Männer! Wir sind genauso scheiße wie ihr. Wir schnarchen auch laut und wir trinken viel Bier. Wir sind genauso scheiße wie ihr. Ich seh aus wie ein Bär, wenn ich mich nicht rasier. Wir sind genauso scheiße wie ihr. Wir blödeln, wir rauchen, wir saufen, wir können auch hart randalieren. Und deshalb wollen wir auch genauso viel Kohle verdienen. Verdauungsapparat. Frauen kacken täglich ungehemmt. Und wenn sie sich bewegen, schwitzen sie ganz ungeniert. Frauen vögeln rum und gehen fremd. Drum seid bitte nicht so blind, weil wir auch voll Assi sind. Männer! Wir sind ich trinke gern Schnaps und ich fresse für vier. Wir sind genauso scheiße wie ihr. Wir müssen auch pissen, so wie ein Stier. Wir sind genauso scheiße wie ihr. Genau, weil es uns nämlich aufregt, dass die ganzen Männer in der Comedy-Branche mehr Kohle verdienen als wir. Ist das so, Julia? Echt? Ja, Ariane. Mach deine verträumten Augen auf. Überleg doch mal. Dieter Nuhr, Mario Barth, Dr. Eckart von Hirschhausen! Wow, Julia, halt. Da bist du jetzt zu weit gegangen. Du kannst uns nicht direkt vergleichen mit Dr. Eckart von Hirschhausen. Das ist ein bisschen eine andere Liga, okay? Sorry, da ist sie über das Ziel hinausgeschossen. Das tut mir jetzt wirklich leid, dass ich zu weit gegangen bin. Ja, Entschuldigung, nee, ja. So du hast natürlich recht. Ja, wir sind nämlich zu zweit. Wir wollen das Doppelte! Das Doppelte! Wir sind genauso scheiße wie ihr. Döp-döp-bedide. Wir sind genauso scheiße wie ihr. Döp-döp-bedide. Alle Frauen! Wir sind genauso scheiße wie ihr. Männer! Döp-döp-bedide. Döp-döp-bedide. Frauen! Wir sind genauso scheiße wie ihr. Männer! An mein Freund, während ich masturbier. Wir sind genauso scheiße wie ihr. Wir wollen auch nur ficken, so wie ein Tier. Wir sind genauso scheiße wie ihr. Wir pöbeln, wir rauchen, wir saufen, wir sind aggro wie ihr. Also Kohle her, bevor wir hier noch eskalieren. Genau.
So, es tut gut auch. Ja, aber Julia, wegen solchen Songs wie eben sagen manche Leute, dass wir männerfeindlich wären. Wir wären männerfeindlich. Bitte? Das habe ich jetzt öfter gehört in letzter Zeit. Nein. Hat mich sehr getroffen, weil es eine Lüge ist. Stimmt überhaupt nicht. Nein, ich weiß gar nicht, wie die darauf kommen. Das ist ja wirklich... Wir finden Männer doch total gut. Wir mögen Männer. Entschuldigung, wir finden Männer richtig gut. Ja. Wir halten uns selber welche. Wir sind, ja, wir sind voll die Fans. Wir mögen. Und hey, Männer machen so viele gute Sachen. Manche machen gute Sachen. Die machen so tolle Sachen. Und wenn ein Mann auch mal was Gutes macht, dann muss man ihn auch mal loben. Genau. Sei doch auch mal nett. Ja, dann geh doch auch mal zu dem Mann hin und sag... Ja, hast du fein gemacht. Ist ja, fein. Fein. Ja, wuschel ihm doch mal hier mal im Kopf. Ja, gib ihm auch mal ein Leckerle. Sei doch auch mal nett. Mann, klapp's auf den Po. Wir sind Männer richtig, ja, cool. Ja, genau. Wir haben uns da mal was überlegt, liebe Herren. Super romantisch ist und auch, schön. Ist ein romantischer Song. Können vielleicht auch die Frauen benutzen, wenn sie mal ein Dinner vorbereiten oder so. Ne? Ein romantisches Abendessen kann man im Hintergrund laufen lassen. Oder auch, wenn die Frau mal einen Heiratsantrag macht. Ja, das können ja auch Frauen machen. Können auch Frauen machen. Na klar. Ja, klar. In 2020. Hallo. Da musst du nicht ewig warten, bis er damit ankommt. Da kannst du auch als Frau sagen, ich nehme es selbst in die Hand, da gehe ich hin, da gehe ich runter auf die Knie und der Rest läuft oft wie von alleine. Und in den Ohren, genau wie auf dem Rücken, das macht mich so an. Mm-hmm. Dafür hast du auf dem Kopf nur noch leichtes Gepäck. Doch das zeugt von Reife bei einem echten Mann. Dein Bierbauch und dein Raucherhusten zeigen, dass du weißt, wie man lebt. Oh, Mode interessiert dich nicht, weil du nach Höherem strebst. Klaus-Dieter, lass mich die Frau sein, die deine karierten Kurzarmhemden bügelt im Negligé. Klaus-Dieter, sehr dünn. Und ich finde es gut, dass du das nicht mit einem Porsche kompensierst. Oh, no, no, no. Nein, du fährst Opel Corsa mit Selbstbewusstsein. Es ist so sexy, wenn du ihn am Samstag wäschst und polierst in deiner Feinripp-Unterwäsche. Du hast nicht viele Freunde, weil niemand auf deinem Level ist. Doch ich, Klaus-Dieter, ich liebe dich. So wie du bist, Klaus-Dieter, lass mich die Frau sein, die deine karierten Kurzarmhemden bügelt und wirklich will. Klaus-Dieter, du bist der Mann meiner Träume. Klaus-Dieter, ich dreh durch, wenn ich dich seh. Bitte bleib wie du bist, nicht dass du dir noch deinen Rücken rasierst. Klaus-Dieter, wir leben im Jetzt und Hier. Iss weiter täglich Currywurst und gönn dir dein Bier. Pinkel weiter am Steh, lass dich ruhig gehen. Konzentrier dich auf die wirklich wahren Dinge im Leben. Zieh dir Fußballspiele der dritten Liga rein. Engagier dich als Kassenbad im Schützenverein. Du bist der Geilste, so oder so. Auch beim Spiegel online lesen auf dem Klo. Help me, I'm
dann sieht man dein sexy Maurer-Dekolleté. Es macht mich ganz wuschig. Also super. So, wir haben ja, das ist ja ganz interessant. Wir haben ja eine neue Zeitrechnung in der Politik, die Zeit vor dem 5. Februar und die Zeit nach dem 5. Februar. Thüringen, der Tag der Schande, der Sündenfall, die schwarze Stunde für die Demokratie. Okay, Schwarze waren ja nicht ganz unbeteiligt an diesem Tag. Was die Union sich da hat selbst die CSU, ne, die Maß noch ein Stück fester umfasst und gemeint, was macht denn unsere Schwesterpartei da bei der Abstimmung? Rennt die sehenden Auges in die Katastrophe? Nein, hat Mike Moring, das große Polit-Talent, hinterher klargestellt. Wir haben blinde Kuh gespielt, allerdings ohne Augenbinde. Er hat ja alles. Man muss ihm zugutehalten, er hat ja alles versucht. Also erst mit der Linken, dann kam der Anpfiff aus Berlin. Okay, hat er gesagt, dann eben nicht. Dann machen wir halt eine Minderheit der bürgerlichen Mitte mit FDP, SPD und Grünen. Ach so, die wollen nicht. Naja, dann machen wir so eine Übergangsprojektregierung. Ach so, darf ich auch nicht. Naja, dann bastel ich halt irgendwas mit der AfD. Das ist Mike Moring. Gegen den ist eine Achterbahn ein gerader Strich. Na, aber es kommt dabei raus. Das ist einfach. Ja, so kann es gehen. Das ist, wenn ein Hufeisen zum Boomerang wird. Aber er war ja das Opfer hinterher, weil der Deal mit der Abstimmung für Kemmerich war so geheim, dass nicht mal er selbst sich noch dran erinnern konnte. Auch Christian Lindner war plötzlich ein toter Briefkasten, der auf einmal gar nicht mehr wusste, wer Kemmerich war und wo Thüringen liegt. Da habe ich mir aber gedacht, Fasching halt, ne? Nein, dann finde ich, bitte, bitte, kein Wort zum Fasching. Wir wollen nichts mehr hören, was mit Fasch anfängt. Das darf man nicht. Das ist ja generell, das darf man nicht. Alles klar, darf man nicht. Das ist ja klar, das darf man nicht. Also die AfD per se als Faschisten, nö. Faschist ist nur eine Höcke, ne? Einzeltäter halt. Das ist höchstrichterlich genehmigt, das darf man sagen. Morgens beim Bäcker, wenn man hingeht und ihn trifft, einfach zu ihm, sagt, mein Höcke, alter Fascho. Kann man, darf man, easy, aber nicht die ganze Partei. Naja, obwohl die wandelnde Hundekrawatte Gauland hat dem Höcke ja den Rücken gestärkt, von wegen, Björn Höcke ist ein Mann aus unserer Mitte. Ah, jetzt also, wenn ein Mann, der Faschist ist, zur Mitte der AfD gehört, dann bedeutet es doch, dass auch die Mitte der Partei politisch ist. Die schreckliche Tat von Hanau, die hat ja der AfD auch, die hat die ganz kalt
erwischt. Das konnten die überhaupt nicht. Also, dass ein Rechtsradikaler, der ein Manifest erstellt hatte, in dem als Copy und Paste ganze Textpassagen wie von Höcke abgeschrieben wirkten, dass der, nein, haben die gesagt, hat mit uns nichts zu tun. Das war ein Deutscher, ein Landsmann, ein verwirrter Einzeltäter. Da war irgendwas in der Kindheit. Der neue Co-Parteichef Tino Chrupalla hat jetzt viel zu tun, ist aber nicht schlimm, weil als gelernter Malermeister weiß er am besten, wie oft man Hellblau als Deckfarbe auftragen muss, damit die braune Grundierung nicht immer wieder durchscheint. Also, wenn eine Partei mit ihrer fremdenfeindlich-rassistischen Grundhaltung Leuten wie dem Attentäter von Hanau die Basis für ihre eigene Rechtfertigung bietet, dann macht sie sich mitschuldig. Und jeder besorgte Bürger, der meint, dieser Partei seine Stimme geben zu müssen, um denen da oben mal einen Denkzettel zu verpassen, er muss wissen, dass er auf dem Wahlzettel für diese Partei nicht nur sein Kreuz macht, sondern auch noch einen kräftigen Haken dran. Danke, das muss mal raus. Der Förderpreis der Stadt Mainz, meine Damen und Herren, geht in diesem Jahr an einen jungen, engagierten Kabarettisten aus unserem Nachbarland Österreich. Ein Mann, der schon mit seinem Erstlingsprogramm Das jüngste Gesicht für viel Furore sorgt. Jugend, die bewegt. Begrüßen Sie mit einem donnernden Applaus, der weit über die Alpen schallt, Christoph Fritz. Danke sehr. Danke sehr. Vielen Dank. Danke sehr. Ja. Ja, übertreiben brauchen Sie es auch nicht. Normalerweise beginne ich meine Auftritte immer mit einem Ausdruckstanz, in dem ich die Traumata meiner Kindheit aufarbeite. So viel Zeit habe ich heute leider nicht, deswegen möchte ich mit einem Witz beginnen. Das war noch nicht der Witz. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Der österreichische Staat plant jetzt ein neues Gefängnis zu errichten. Und weil Sie nicht blöd sind, also natürlich schon, aber nicht alle, überlegen Sie jetzt ernsthaft, anstelle der konventionellen Gefängnisküche einfach einen McDonald's mit der Essenslieferung zu beauftragen, weil bei übergewichtigen Häftlingen braucht man weniger Gitterstäbe. Genau, ja. Genau, ja, das war der Witz, genau. Ich möchte an der Stelle nochmal betonen, es ist ein Förderpreis, also ich... Also ich muss noch ein bisschen gefördert werden, bis ich dann auch wirklich Eintritt verlangen darf. Ja, jetzt, wo die Stimmung am Kochen ist, möchte ich mich gern vorstellen. Mein Name ist Christoph Fritz, für Sie aber gerne ganz freundschaftlich einfach Herr Fritz. Falls sich nach meiner kurzen Vorstellung die ein oder andere Dame aus dem Publikum bereits die Frage gestellt haben sollte, ja? Ja, sehr gern. Also ich bin volljährig und sehr belastbar. Mir würde es ehrlich gesagt schon gefallen, wenn es Interesse an mir oder von mir aus auch an meinem Körper haben sollten, weil ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht sonderlich erfolgreich mit den Frauen oder Bitches, wie ich sie nennen.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, mein fehlender Erfolg mit den Ladies liegt vor allem daran, dass ich ein bisschen wie ein 15-jähriger Ministrant ausschaue, der ein bisschen wie ein 11-jähriger Ministrant ausschaut, der ein bisschen wie ein 8-jähriger Ministrant ausschaut, der wiederum ein bisschen wie ein 11-jähriger Ministrant ausschaut. Also so eine Art Altersmatroschka. Weil ich so jung ausschaue, interessieren sich für mich anstelle von hübschen Damen auch eher kurzsichtige Pädophile. Sind welche da? Die kurzsichtigen Pädophilen sind dann immer recht enttäuscht, wenn sie mich dann irgendwann doch erfolgreich in ihren Lieferwagen gelockt haben und frustriert feststellen, dass ich kein zu groß geratener 11-Jähriger bin, sondern ein zu jung aussehender 25-Jähriger. Aber abgemacht ist abgemacht. Deswegen kriege ich dann trotzdem noch meine Süßigkeiten. Ja. Hahaha. Ha, ha. Sie finden das vielleicht lustig. Aber wissen Sie, wie das ist, wenn das Äußere permanent der biologischen Uhr hinterherhinkt? Als ich als 4-jähriges Kind an der Hand meiner Mutter die Straße entlang spaziert bin, da haben die Passanten geglaubt, meine Mutter wäre noch schwanger mit mir. So jung habe ich ausgeschaut. Mit 14 bei meiner Firmung bin ich vom Pfarrer aus versehen getauft worden. Wegen dieser Diskrepanz zwischen meinem Erscheinungsbild und meinem Alter war ich auch immer schon ein bisschen ein Außenseiter. Vor allem am Land, da wo ich her bin. Ich komme aus Niederösterreich. Das ist ein Teil von, wer weiß es, Hinweis steckt im Namen. genau, Niederlande. Genauer gesagt bin ich in Kleinschramming am Minzling aufgewachsen. Der Ort ist relativ unbedeutend. Wenn man ihn kennt, ist man auch von dort. Der Zug hält bei uns auch nur so ein bis maximal zweimal pro Monat, wenn sich halt wieder wer auf die Gleise wirft. Oder geworfen wird, da gehen die Meinungen auseinander. Kleinschramming am Winzling ist relativ klein. Es hat an die 500 Einwohnerinnen und Einwohner, wovon mindestens 90% miteinander blutsverwandt sind. Und die restlichen 10% werden vermisst. Also, wenn der Pfarrer bei uns in der Messe sagt, meine Brüder und Schwestern, dann meint er das genauso. Mittlerweile wohne ich nicht mehr so in Kleinschramming am Winzling, sondern in Wien. Dorthin bin ich wegen meines Studiums gekommen. Ich habe nämlich auch mal was Richtiges gelernt. Ich habe europäische Wirtschaft und Unternehmensführung studiert, was ein Euphemismus ist für ich habe keine echten Leidenschaften in meinem Leben und bin innerlich tot. Ist, glaube ich, sogar die offizielle Studiengangsbeschreibung. Ich habe halt Wirtschaft studiert, das Auffangstudium all derer, die nie echte Interessen und studierbare Hobbys gehabt haben, die sich aber im Leben auch nicht so aufgeben wollten, dass sie jetzt Lehramt studieren. Ja, Sie können applaudieren, was Sie wollen, ich werde mich trotzdem nicht ausziehen. Zumindest war das Studium immer noch besser als mein allererster Job mit 16, weil da habe ich in einem Fitnesscenter als Langhantel gearbeitet. Ja.
Mein Studium war so ein richtiges Hardcore-Wirtschaftsbootcamp, in dem die Kapitalisten Schweine vom Morgen herangezüchtet werden. Wir haben die freie Marktwirtschaft angebetet, andere Weltanschauungen geächtet, das ewige Steuerparadies für uns reklamiert und als oberstes Dogma das Streben nach dem größtmöglichen Profit verfolgt. Unser Hauptsponsor war die katholische Kirche. Was Sinn macht, Kirche und Wirtschaft, eine Symbiose aus Gut und Gütern? Ja, ich weiß, das ist ziemlich geil, danke. Nicht zufällig ist es ja so, dass wenn man die 15 Buchstaben von der Heilige Geist neu aneinanderreiht, daraus kommt, Geld ist Gier, EHI. Ja, das gebe ich jetzt ganz ehrlich zu, die letzten vier Buchstaben habe ich nicht mehr sinnvoll untergebracht. Die kehren wir ganz katholisch einfach unter den Teppich. Bei uns an der Wirtschaftsuni hat jeder Tag mit einem gemeinsamen Alles ist unser begonnen. Vater Profit, der du bist im Aktienindex. Geheiligt werde dein Name, dein Reichtum komme, deine Prognosen geschehen. Wie an der Börse, so in meiner Börse. Unseren täglichen Kursgewinn gib uns heute und vergib uns unsere Schulden. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern niemals. Und führe uns stets in Versuchung und erlöse uns von dem bösen Finanzamt. Denn dein ist der Reichtum und die Dividende und die Herrlichkeit. Bis zur nächsten Krise. Scheiß auf die Armen. Danke sehr. Danke sehr. Christoph Fritz! Christoph Fritz! Meine Damen und Herren, ja, es hilft alles nichts. Wir müssen über die Verrückten in dieser Welt reden. Da ist also mit einem, also eh klar, Donald Trump, der hat immer noch ganz vorn. Der hat jetzt was Tolles gesagt, nämlich er hat gesagt, das Coronavirus sei ein neuer Trick der Demokraten. Also Obama war es eigentlich. Dann kommen Bolsonaro dazu, Orban, Kaczynski und natürlich Erdogan. Dann Boris Johnson, der Lord of the Lies, der nächste Verrückte im großen Reich der Politpsychopathen, der Great Britain jetzt zu Little Britain macht. Finde ich super, gut, könnte für uns Vorteile haben, weil Schottland will drinbleiben in der EU. Die wollen bei uns, wollen raus aus dem gepeinigten Königreich. Das finde ich super, weil wir behalten das ganze Öl vor der Küste, Torf und Whisky satt. Das ist ein guter Deal. Aber Johnson hat den Schotten leider schon klar gemacht, kein Witz jetzt, hat gesagt, es geht nicht, dass ein Land die Gemeinschaft einfach so verlässt. Kurz danach hat er wieder gemeint, get Brexit done. Das Volk belogen, die Queen belogen, aber dann gewinnen die Tories haushoch die Wahl. Das hat mir gezeigt, ja, es stimmt, die Engländer haben einen Sinn für schwarzen Humor. Das fing schon vorher an, weil wann wollten sie eigentlich ursprünglich raus? Am 31. Oktober letzten Jahres, da war Halloween. Und da haben wir uns gesagt, so, uns wirft vor, wir sind nicht lustig, Humor können wir auch. Wann soll in diesem Jahr der Großflughafen in Berlin seinen Betrieb aufnehmen? Am 31. Oktober. An Halloween soll diese vorpolnische Ackerbrache endlich loslegen. Da können Sie die Kürbisse nehmen, um sie als Leuchtmarkierung für die Rollbahn einzusetzen. Das wird interessant. Das wird interessant jetzt mit der geplanten Gigafactory von Tesla in Grünheide, die dann 500.000 Elektroautos produzieren will und schon nächstes Jahr fertig sein soll. Wenn dann der Chef Elon Musk sagt, so, wir können, wann landen denn meine Frachtflieger auf eurem Superflughafen? Dann werden die Verantwortlichen sagen, ja, Elon, da wollten wir ohnehin noch mal kurz mit dir drüber reden.
Also, das mit dem Bär, also bis dort deine Flieger landen können, da ist es mit dem ganzen Elektroquatsch ohnehin schon längst wieder gegessen. Dann sind wir alle schon beim Wasserstoff. Wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Ach so, wegen Dings, wegen Brexit, klar. Und was Boris Johnson da jetzt alles vorhat, die BBC möchte er abschaffen. Die BBC, eine Institution des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Keine Gebühren mehr. Die Leute, hat er gemeint, können sich dann ja ein Netflix-Abo dafür leisten. Da kriegen bei uns viele leuchtende Augen und sagen, das ist richtig. Das ist so einer wie der Bojo, den müsst ihr mir auch. Ich ärgere mich jedes Mal über die ganzen Zwangsgebühren bei der Öffentlichen für den ganzen Quatsch, was sie machen. Dokus und Politblödsinn und so Kabarett wie heute. Ne, Arte muss ich auch noch mitfinanzieren, da babbelt mir nur Französisch. Ich habe schon genug zu tun mit meinen Zwangsgebühren für Sky und Datsen, damit ich meinen Fußball gucken kann. Das ist teuer genug. Von daher freuen wir uns einfach, dass wir bei uns unsere Öffis haben noch, damit Abende wie heute auch weiterhin möglich sind. Vielen Dank. Ja, wir kommen nun zum Ehrenpreis, meine Damen und Herren. Er geht in diesem Jahr an eine Frau, die als Teil des Duos Misfits lange vor MeToo und Gender Pay Gap Diskussionen mit viel Frauenpower die Bühnen der Republik schon gerockt hat. Eine unermüdliche Förderin weiblicher Kabaretttalente, eine Netzwerkerin, der kein männlicher Seilschafter so schnell etwas vormacht. Eine feste Burg im stürmischen Zeitgeist, eine Trutzburg im Fernseh einerlei, eine Gerburg gewissermaßen. Die Ehrenglocke des Deutschen Kleinkunstpreises geht völlig verdient an Gerburg Janke. Dankeschön. Bitte schön. Gerburg, das ist deine Bühne. Ich danke dir. Danke. Dankeschön. Vielen Dank. Rauchen, trinken, alles. Hallo. Danke. Boah. Ja. Nein, ich hatte gedacht, wenn man den Ehrenpreis kriegt, dann, also ich hätte mir das so vorgestellt, dass man mir so einen Sessel, so hier irgendwo, Tischchen daneben, Champagner, Aschenbecher drauf. Beine hoch und dann lasse ich mich feiern. So habe ich mir Ehrenpreis. Dass das hier nach Arbeit riecht, das war mir nicht ganz klar. Schon, ne? Das ist ja mit heute, ist das die 13. Ehrenglocke. Die gibt es ja noch nicht so lange, die vergeben wird. Ich bin quasi die 13. Fee. Ne? Naja, lass mal's mal so stehen. Ne? Ja, die anderen 12 Glocken, also die haben alle, die sind alle an Jungs. Was ist denn da passiert? Ist das so was Katholisches? Erstmal die 12 Jünger abfrühstücken und dann. Ich meine. Ja. Von mir aus, nämlich, was soll dann noch kommen nach den 12 Jüngern? Na, da kommt Gott. Ihr merkt selber. Ja, so, hallo, guten Tag. Ja, ich finde, das hört sich sehr logisch an. Frau Gott, ne? Es gibt Pussys, Vulvarines, aus dem Alter bin ich raus. Also, Frau Gott, finde ich gut. Ja, und dann haben ja auch einige so bissige Bemerkungen gemacht, es wäre ja auch ein Alterspreis. Also, dass man so alt geworden ist, quasi eine Belohnung, dass man so geschafft hat, ich weiß nicht. Und jetzt scheinen die alten Männer alle zu sein und dann kommen die Frauen dran. Gut, das ist auch eine Logik von mir aus. Ja, aber zu dieser Altersfrage, ich muss mal ganz klar sagen, ich habe auch heute extra, ich bin noch mit heute mit meinen Beinen gekommen, extra deshalb, ja, weil das ist alles noch das Originalbaujahr. Ne? Ich habe überhaupt noch, naja, gut, Kleinigkeiten. Nein, es sind überhaupt noch keine Ersatzteile dabei. Ne? Und die Beine. Das sagen mir auch öfter so Kolleginnen, sagen mir so, ach, deine Beine sind ja noch gut.
kommt man schon ins Grübeln, ne, bei so einem Spruch. Was heißt das? Soll ich meine Beine abends alleine losschicken? Soll ich sagen, ach komm Beine, ihr seid noch gut, geht aus. Den Rest hänge ich über die Couch, da kommt eine Decke drüber. Geht und amüsiert euch, aber schön zusammenbleiben oder was? Oh. Ich finde das einen merkwürdigen Applaus. Nein, und komme nicht mit Sport. Leute, echt Sport. Ich habe Sport gemacht. Es steht mir nicht. Und ich sehe nicht gut aus. Ich sehe genauso aus, wie ich mich fühle, nämlich sehr alt. Ne? Sport. Ich habe auch noch nie ein Endorphin gehabt. Ich habe minutenlang Sport gemacht. Null Endorphin. Ich halte Endorphine für eine Lüge der Joggermafia. So. Weißt du, wo ich Endorphin kriege? Rittersportmandel. So. So. Eins nach dem anderen. So. Ja, und nein, ich kann mir auch das zurecht trinken. Komm, komm, genug über ältere Wände. Die gute Nachricht ist, es ist März und ganz bald kommt der Mann wieder in den Garten, dann ist er wieder, oh, ich bin so froh. Hör mal, wir haben, wenn jetzt der nächste Sommer, wenn das wieder so ein Klimawandel-Gedöns-Sommer wird, ne? Und wer hält das Klima davon ab? Also, weil vor 2 Jahren hatten wir so ein, also wir im Ruhrgebiet, so einen richtigen Klimawandelsommer. Da habe ich den Mann im April rausgelassen und musste den erst im November wieder reinholen. So lange hatten wir noch nie. Also, ne? Und ich hätte den keinen Tag früher reinholen können. Der hatte unter der Gartenhose Sonne, Affenhitze, der hätte mir die Scheiben beschlagen im Wohnzimmer. Also. Ja, ich finde Gartenhaltung für Männer tatsächlich artgerecht, ja. Aha. Ah ja. Ja, ich finde. Nein, außer für junge Frauen. Da, die Ausnahme ist, wenn du als ganz junge Frau direkt nach dem Abi, ne, deinen Freund bei dir in deiner Wohnung wohnen lässt, dann kannst du dir das als freiwilliges soziales Jahr anrechnen. Ja, das war gut. Und ich weiß nicht, komme ich ein bisschen zickig rüber, ja? Nein, nicht, dann ist ja gut. Ich dachte schon. Nein, ich habe ganz schlimm Feminismus. Und wenn du einmal ganz schlimm Feminismus hattest, du kriegst das nie wieder ganz weg. Hm? Aber ich finde zickig sein für uns Frauen im Moment eine gute Grundhaltung. Ja, ja. Weißt du, wenn du zickig bist, sie hören dir zu. Sie kotzen zwar auf den Tisch, aber sie hören dir zu. Ja. Ich finde, es sollte viel mehr, ich würde mal Kraft meines Amtes als Ehrenpreisträgerin das Jahr 2020 zum Jahr der Zicke erklären. Ich kann es mir sowieso, ich kann mir dieses Ganze von Männern, dieses Erklärtourette, diesen Sprechdurchfall, Jungs, ne? Früher brauchten die Männer ja wenigstens noch eine Frage. Heute kommen die ganz ohne Frage aus. Sie erklären dir die Welt, obwohl sie selber keine Ahnung davon haben. Es ist, nein, ich bin dafür zu alt. Ja. Es ist so, manche applaudieren, manche nicht. Finde ich völlig in Ordnung. Kein Mann muss hier die Opferhaltung einnehmen. Also ich bin zu alt für so Kämpfe. Ich, guck mal, ich bin ja in meinem Alter, ich bin noch nicht mal mehr eine Gilf. Grandmother, I like to fuck. Nein, ich bin frauenmäßig, befinde ich mich in einer Definitionslücke, ne, was mein Alter angeht. Aber komm. Was ich bewundere, sind diese jungen Zicken, diese 13-, 14-jährigen Mädchen, die auf die Straße gehen, weil sie sich Sorgen ums Klima machen. Hallo? Ja. Weißt du, was ich mit 13 gemacht habe? Ja, ich möchte gar nicht drüber reden, aber mit 13. Aber wir hatten im Ruhrgebiet auch gar kein Klima. Also. Und was das Thema Feinstaub angeht, ne? Also wenn du im Ruhrgebiet groß geworden bist, Leute, wir hatten Staub, aber fein war nichts davon, oder? Oh. Weißt du, wenn so alte weiße Säcke, ich sag's jetzt mal, einmal muss es raus an diesem Abend, ne? Diese jungen Klimaaktivistinnen kritisieren, weil die während der Schulzeit die letzte große männerdominierte Demo war Pegida in Dresden. 70% Kerle, jeder dritte ein Rentner.
So, jetzt frage ich euch. Dürfen Rentner eigentlich während der Rente demonstrieren? Ich sag mal, nein, nein, nein. Komm, Männer und Klimawandel. Weißt du, wir Frauen, wir haben so viel Erfahrung mit Klimawandeln. Ne? Ne? Dann, das, uns fragt nur keiner. Und ich sag euch, wenn der Mann Klimakterium kriegen würde, die würden sich da alle 3 Jahre krank schreiben lassen. Ich kann nicht kommen, ich hab so, mir ist so warm, weißt du? Und ich habe die ganzen Perlen auf der Oberlippe, ich kann nicht. Aber Männer kriegen ja auch keine Wechseljahre. Nein, die meisten kriegen stattdessen, ich sag mal so, wie Bauch. Und dann ist das, was da drunter ist, ist halt aus den Augen, aus dem Sinn. Eigentlich, komm, nein, das war nicht männerfeindlich. Jetzt Jungs, das waren Fakten, Fakten, Fakten. Und das, dass jetzt 12 Jahre lang die Ehrenglocke nur an Männer gegangen ist, das sind auch Fakten, Fakten, Fakten. Ja, genau, so ist es. Also ich hoffe jetzt, ich meine, die Hoffnung stirbt zuletzt, auch bei den Faxen, Fakten. Interessanter Versprecher, ne? Muss ich mir merken. So, meine Hoffnung ist jetzt, dass jetzt endlich dieser Sessel da draußen aufgebaut wird mit dem Champagner und dem Aschenbecher. Man kann sich gerne zu mir setzen und mich beglückwünschen. Aber ich sehe in den Augen mancher Herren noch eine Sehnsucht nach einer konkreten Handlungsanweisung. Sehr gerne hört endlich auf, uns Frauen an der Latte der Männer zu messen. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Und das war's auch schon wieder. Die 48. Verleihung des Deutschen Kleinkunstpreises aus dem Mainzer Unterhaus, ermöglicht auch durch ihre Gebühren für ARD und ZDF. Ich darf die Preisträgerinnen und die Preisträger auf die Bühne bitten, auf das schmale Brett hier oben. Alfons! Sebastian Puffpaff! Suchtpotenzial! Christoph Fritz und Gerburg Janke. Yeah. Herzlichen Glückwunsch. Danke, dass ihr hier wart. Danke, dass Sie hier waren. Vielen Dank. Lasst die Glocken bimmeln. Und danke an unseren wunderbaren Gastgeber, Urban Kriol. Verbeugen wir uns.